Buchsbaum wird in den letzten Jahren von zwei neuen Schaderregern heimgesucht. Der eine davon ist der Buchsbaumzünsler. Der Buchsbaumzünsler ist ein weißer, relativ kleiner Schmetterling, dessen grüne Raupen beim Buchsbaum ganz starke Fraßschäden hervorrufen können. Der Buchsbaumzünsler ist noch nicht über ganz Deutschland verbreitet, sondern hauptsächlich in Süd- und Westdeutschland, auch in der Schweiz und Österreich, und führt dort zu verheerenden Schäden am Buchsbaum. Wie bei vielen Schaderregern ist beim Buchsbaumzünsler zunächst ganz, ganz wichtig, dass man ihn nicht in seinen Garten einschleppt. Das heißt, man sollte gekaufte oder getauschte Pflanzen genau kontrollieren, ob sie befallen sind. Wenn man den Buchsbaumzünsler im Garten hat, sollte man versuchen, die Raupen, soweit es geht, abzusammeln, befallenes Material abzuschneiden, zu vernichten. Man kann auch mit Insektiziden den Buchsbaumzünsler bekämpfen, da müssen die Raupen aber klein und jung sein. Es gibt auch biologische Insektizide auf Basis von Bacillus thuringiensis, die sehr gut wirken. Der zweite relativ neue Schaderreger ist der Buchsbaumblattfall. Das ist ein Pilz, der vor allem im Juli, August, September bis in den Oktober hinein große braune Flecken an den Blättern verursacht und zu Blattfall führt. Das Laub fällt runter. Bei frühem Befall treiben die Pflanzen meistens neu aus. Man könnte denken, das ist ja gar nicht so schlimm, sie hat ja neu ausgetrieben, aber in der Regel werden die Zweige neu infiziert und werden dann so stark befallen, dass die Zweige selbst oder manchmal kleinere Pflanzen auch ganz absterben können. Auch beim Buchsbaumblattfall ist ganz wichtig, dass man versucht, ihn aus dem Garten herauszuhalten, indem man zugekaufte oder getauschte Pflanzen genau nach Symptomen kontrolliert und im Zweifelsfalle sie nicht in den Garten nimmt. Wenn man ihn denn hat, ist leider mit Pflanzenschutz nicht so viel zu erreichen wie beim Buchsbaumzünsler, weil der Buchsbaumblattfall eine sehr lange Infektionszeit hat und nur mit regelmäßigen Spritzungen im Schach gehalten werden kann. Das klappt im Profibereich gut, aber im Hausgarten ist das in der Regel praktisch nicht umzusetzen, sodass wir dort eigentlich nur mit Rückschnitt, Entfernen von befallenem Material oder befallenen Pflanzen klarkommen. Beim Buchsbaumblattfall ist es so, dass die Sorten sehr unterschiedlich empfindlich sind. Der altverbreitete Einfassungsbuchs ist hochempfindlich, der auf vielen Gräbern verwendet wurde, auf Friedhöfen vor allem. Die Hauptsorte Arborescens, das ist so der übliche Buchs, der für größere Hecken oder Formgehölze genommen wird, ist mittelmäßig empfindlich. Es gibt aber sehr widerstandsfähige Sorten wie Herrenhausen oder Faulkner, die zwar auch befallen werden können, aber nicht so stark unter den Schäden leiden. Man sollte im Zweifelsfall versuchen, zu diesen Sorten zu greifen. Ein dritter wichtiger Schaderreger, der aber schon seit langer Zeit in unseren Gärten vertreten ist, ist der Buchsbaumkrebs. Auch das ist ein pilzlicher Erreger, der aber anders als der Buchsbaumblattfall nur in Wunden infizieren kann. Das heißt, Pflanzen ohne Wunden sind relativ gefeit davor und dadurch richtet er selten große Schäden an. Bei diesem Schaderreger sterben einzelne Zweige ab, werden braun, das Laub vertrocknet an den Zweigen und die befallenen Zweige sollten herausgeschnitten werden. Das reicht in der Regel, um größere Schäden zu vermeiden. Pflanzenschutzmaßnahmen sind leider nicht wirksam gegen den Buchsbaumkrebs.